hart ist das? Ich glaube, der wurde nicht so intensiv gewartet. Glaube ich auch. Das habe ich gemerkt. Also für den Endverbraucher ist so ein Auto definitiv nicht gut geeignet. Eindeutig, wenn ihr ein Auto kaufen solltet und bei euch im Kofferraum so ein Achsschenkel liegt. Heißt das? Es ist nicht umsonst. Ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Angst. Der macht Geräusche, ich hoffe mal, es ist irgendwie ein Radlager. Weil wenn nicht, haben wir irgendwas am Motor oder Getriebe. Das werden wir uns heute zusammen anschauen. 1000 Euro haben wir dafür bezahlt. Seit ich diesen Wagen habe, jeder Taxifahrer grüßt mich. Gute dran, der stand jetzt ein paar Tage und hinten Luftbalken sind nicht runtergegangen. Das heißt, die sind gut noch. Auto stand genau 4 Jahre, 650.000 gelaufen. Und heute werden wir den zum ersten Mal zusammen anschauen. Unsere Liste machen für Phoebe, damit Phoebe so schnell wie möglich die Sachen rüberschicken kann. Und dass wir das in den Wochen, weil viel haben wir ja nicht, fertig machen. Hier das ganze Öl wird höchstwahrscheinlich Ventildeckellichtung und unsere Vakuumpumpe sein, aber dazu werden wir noch kommen. Injektoren sind undicht. Safe, die höre ich sogar. Das werden wir uns noch alles gut anschauen. Aber ich muss sagen, er lässt sich gut fahren. Okay, die Glühkerzen, keine Ahnung, wann die gewechselt wurden. Die sehen aus, als wären die eins mit dem Motor geworden. Das wird auch sehr, sehr interessant. Weil wenn die abreißen sollten, habe ich einen kompletten Set von Gedore da. Das heißt, ich mache mir überhaupt keine Gedanken. Wenn er abreichen sollte, da bin ich auch mal gespannt. Turbo pfeift. 650.000 Kilometer original sind, das kann ich euch nicht sagen. Aber das wird mir mal spannend, wenn wir das mal auslesen. Bei mir ist das ja echt so, dass ich Probefahrten machen muss, damit ich einschätzen kann. Also ich kann ja auf jeden Fall sagen, irgendwelche Gelenke sind vorne kaputt. Ich hoffe, Radlagergeräusche gehört zu haben. Auch wegen diesem Achsschenkel. Schalten tut der ein bisschen sehr spät. Kann sein, dass da nie Getriebeöl oder Spülung gemacht wurde. Das weiß ich auch nicht. Vielleicht ist er auch undicht, dass er was verloren hat. Was ich nur gemerkt habe, Bremsen auf jeden Fall sind auch irgendwie durch. Keine Ahnung, ob vorne, hinten. Das werden wir jetzt alles sehen, weil ich habe den Wagen dort auch nicht richtig angeschaut. Mir war wichtig, Motor, Getriebe in Ordnung. Also einigermaßen in Ordnung, ne? Er hat mir was erzählt und da hat er gesagt, das. Motor ist furztrocken. Ich bin hingegangen, Motor ist voll ölig. Ja, klar. Und Motorkontrollleuchte ist angegangen. Airbag brennt auch. Airbag hat er mir auch nicht gesagt, aber das ist gut, dass er mir das nicht gesagt hat, weil dann haben wir einfach nur reichlich runtergehandelt. Das war doch gut. Mal funktioniert der Blinker, mal nicht. Mal habe ich eine Störung, Bremsleuchte ausgefallen und so weiter und so fort. Mhm. Ich glaube, irgendwas mit der Elektrik hinten, weil das haben die auch schon irgendwie gesucht gehabt, glaube ich. Aber das ist auch kein Problem, das kriegen wir auch noch hin. Ja. Klimaanlage funktioniert. Kühlt nicht so richtig. Diese E-Klassen haben natürlich sehr viele Krankheiten. Guck mal hier. Oh, da. Hier ist auch eine typische Stelle. Genau. Die rosten hier auch mal gerne durch. Das ist das ganze Dreck hier. Da muss man aufpassen. Da guckt der TÜV-Prüfer auch immer sehr gerne hin. Weil hier genau an diesen Stellen der durchrostet. Aber der sieht noch okay aus. Ist angerostet, aber nicht durchgerostet. Da werden wir alles mal sauber machen. Oder ihr habt so eine E-Klasse und ihr seht, hier unten, ich sage euch, nur ein bisschen Rost an dieser Feder irgendwo. Ihr müsst das erneuern. Echt? Warum? Ja. Darf gar nichts. Nein, weil diese Feder bricht immer gerne von hier ab. Unten irgendwo. Und dann, was passiert, du siehst, Federteller vom Stoßdämpfer ist ganz klein. Ja. Das heißt, wenn der hier, dann geht er hier durch und dann sackt das Auto ganz tief runter. Ach du meine Güte. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt. Jetzt schauen wir mal, haben wir hier Radlagergeräusche, das ist jetzt sehr, sehr wichtig. So, Reifen ist tot, das brauchen wir nicht sagen. Wir haben hier Sägezähne, es kann auch sein, weil er so lange stand, aber das brauchen wir gar nicht anschauen, weil die werden wir sowieso erneuern. Ja, das Gute dran, wir haben hier keine riesen, ich weiß nicht, wie alt die ist, egal. Die wird schon sehr alt sein. Die wird alt sein. So, erstmal Radlager. Was ist das? Oh mein Gott. Ho, 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 ho. Des Todes, würde ich sagen. Okay. Ja, auch kaputt. Rappert und alles. Ja, achte mal, das habe ich gemerkt. Weil das Auto schwamm einfach nach links, nach rechts. Radlager, das habe ich gehört, Leute. Wow. Hier haben wir auch, oh, mal gucken nochmal.
bald echt höchste Zeit hier, ne? Was machst du eigentlich? Du steckst dein Finger da an, da ist überall Dreck? Ja, das sammelt sich hier, das ist echt blöd gemacht. Ne, wahrscheinlich. Ja, das ganze Dreck sammelt sich da drin, ne? Und dann rostet das natürlich, ne? Oh ja. Hier ist es auch noch schlimmer. Hm. Aber Radlagergeräusche? Keine Radler, das sind nur die ganzen Schmutzteile. Ja, genau. So, das hört sich normal an. Ja. Okay, das ist super. Hier ist super. Spiel hat er. Ja, ja. Natürlich hat man leicht ein Radlagerspiel. Das werde ich euch noch mal irgendwann zeigen, wenn wir das einbauen. Wird auch sehr interessant. Aber das ist kein Radlagerspiel. Das ist auf jeden Fall was ausgeschlagen. Ich habe Lenkradschloss oben vergessen, aber glaubt mir, wir brauchen hier kein Lenkradschloss hier. Also hier braucht ihr kein Mechaniker zu sein, um zu sehen, dass hier was ausgeschlagen ist. Ja, guck mal die Bremsscheibe hier an. Die Bremsscheibe ist in Ordnung, ne? Also hier ist es, als wäre das neu. Und hier, das ist wie eine Schallplatte geworden. Du ja, merkst das auch, wenn du mit der Hand drüber gehst. Das ist ja so riefig, ne? So. Genau. Weißt du, warum das so ist? Wegen dem Radlager. Ihr müsst euch vorstellen, euren Sattel, Bremssattel ist so, die ist ja immer fest an den Achsschenkel. Auch wenn Gelenke kaputt gehen, das ist dem Bremssattel erstmal egal. Aber wenn Radlager kaputt geht, das ist dem Bremssattel überhaupt nicht egal. Mhm. Das heißt, der bleibt gerade, da wo die Klötze drauf sind, der Bremssattelhalter, wo die Klötze sind, der Halter. Ne? Ja. Und dann, wenn jetzt anfängt, die Bremsscheibe sich zu bewegen, das macht er nur, wenn das Radlager kaputt ist. Ja, und dann kommen diese Riefen raus. Und dann kommen diese Riefen. Weil es nicht eben drauf ist. Genau, und deswegen ist das sehr, sehr gefährlich, wenn so ein Radlager dermaßen kaputt geht und dermaßen Spiel hat, dass du die Bremsscheibe immer wieder kaputt machst. Und deswegen siehst du auch hier voll die Riefen, weil der ist lange so gefahren. Also Bremssattel müssen wir uns auch anschauen, weil da haben wir überhaupt kein Fleisch gehabt. Das heißt, ein Bremssattel ist fest. Ist auch eine Krankheit bei Mercedes. Hier, die Bremsen sind richtig runter. Ja, und dann gucken wir mal. Ja, das ist, ich glaube, ich habe den auf P, kann das sein? Also hier, ja, hier ist Radlager auch definitiv. Bremsen, aber das kannst du nicht zu 100% sagen, aber lass uns die sicherheitshalber mitmachen. Würde ich auch sagen, ne? So, die Reifen sind auf jeden Fall, ach, guck mal, hier haben wir Sommerreifen, vorne haben wir Winterreifen. Also das wurde auch schon mal gemuxt, oh. Das ist auch gut. Haben die gerade das genommen, was sie da hatten wahrscheinlich, oder? Irgendwie. Ja. So, hier die Stoßdämpfer, wo die Stoßdämpfer reinkommen, da rostet das auch mal gerne. Ist aber okay. So, Bremsen, vorne, hinten, Reifen, okay, Radlager. Stoßdämpfer, Eidosch. Ja, es kann, sie sehen natürlich nicht gut aus, aber ich kann jetzt nicht sagen, ob da mal was gemacht wurde. Hier haben wir Kabelbinder am Luftbalken, aber das ist mir egal, das sieht auf jeden Fall gut aus. Was natürlich auch sehr, sehr oft vernachlässigt wird, Differential. Auch mal Ölwechsel machen, tut denen mal auch gut. Geht auch ganz auch Ölwechsel? Ja, aber die haben das schon öfters gemacht, glaube ich, weil... Ich glaube, hier ist so eine Dichtmasche. Die haben das sogar mal abgedichtet. Also die Achse sieht echt gut aus hinten. Die sieht auch nicht so verrostet aus, oder? Ja. So, ne? Nicht wie bei Audi, oder also, bei wem war das? VW oder Audi? War unser Audi, also das sieht der alte, aus, der war ja richtig durchgerostet. Als wurde der hier erneuert. Ich weiß ja eigentlich, dass E-Klasse hinten Probleme mit der Achse hatten. Ich glaube, da gab es eine Rückrufaktion. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah. Schreib mal bitte in den Kommentar, ob das so war. Weil die Achse, die sieht neu aus. Die sieht echt gut aus. Die sieht neu aus. Guck mal. Warte mal ganz kurz. Wir haben so eine geile Bühnenleuchte. Ja, ne? Guck mal, jetzt haben wir die Bühnenleuchte. Sehen wir auch alles. Und ich laufe mit dem Licht hier rum. Ich so, hier, guck mal. Schön. Ah, da wird sich der Mitarbeiter freuen. Überall so diese Ecken und Kanten, was sich so alles ein... Oh, Unfall. Einer, ich guck mal. Wir haben einen Unfall. Ja, guck mal. Hier siehst du schön wieder. Ach, das ist ein Unfall jetzt? Natürlich. Das ist so verwundet. Siehst du? Cool. Dem ist also schon mal einer reingefahren ja. Hin. Unfallfrei, hat er gesagt? Nein, natürlich nicht. Ja gut, bei ist ja irgendwie so als Schrottkiste verkauft worden wahrscheinlich. Ne? Ja. Einer, glaub mir, nach dem Rallye wird es noch schlimmer aus. Boah, das sieht richtig geil aus. Warum haben wir die Hobbit-Einstellung? Weiß ich nicht. Gut, Auspuffanlage ist gut. Wow, okay, Partikelfilter. Oh, oben ölt der ein bisschen. Und hier unten ölt der richtig. Was ist denn hier passiert? Ab dem Turbo ölt der richtig. Was ist hier denn los? Das ist das ganze Öl. Also Turbo, safe. Undicht, aber richtig. Und dann haben wir hier einen Ladeluftkühler. Ladeluftkühler scheint in Ordnung zu sein.
Aber hier siehst du, ne? Der kommt vom Turbo hier runter. Eieieiei. Die Kurbelwellenentlüftung, die wurde bestimmt auch noch nie gewechselt. Das heißt, das muss auch erneuert werden. Ölverlust, das müssen wir uns genau anschauen. Injektoren, glaube ich schon. Weil wenn wir den starten, läuft er nicht gut. Und danach irgendwann läuft er gut. Also wir werden uns den Spritzbild von den Einspritzdüsen uns anschauen. Wenn wir sogar einen Mengenabgleich machen können mit dem Diagnosetester, ich weiß nicht, ob es bei dir geht, dann werden wir das sogar erstmal visuell anschauen. Ansonsten müssen wir die abbauen und dann zur Reparatur oder zur Kontrolle schicken. Och so, noch irgendwas sehr, sehr Wichtiges bei dieser E-Klasse ist auch die Bremsleitung. Stimmt, die wollte ich auch noch anschauen. Da oben ist noch eine Bremsleitung, das können wir uns aber später anschauen. Wir dürfen nicht vergessen, 1000 Euro, 650.000 gelaufen. Was brauchen wir alles, ja, damit wir das schaffen? Mercedes Taxi. Wir brauchen Bremsen, vorne, hinten, ne? Bremsen, Vorderachse, Hinterachse. Dann haben wir Querlenker, Radlager, Vorder- plus Hinterachse, Reifen, alle vier. So, Ölverlust müssen wir uns anschauen. Oh, ja. Öl. Alter, letztes Mal, wo wir hier Ölverlust hingeschrieben haben, war der Phaeton. Ist kein gutes Zeichen. Ne? Turbo, ja, ihr könnt damit fahren, aber wie lange, weiß man nicht. Okay. Viele wissen das sogar nicht. Phoebe arbeitet mit Garrett zusammen. Und Garrett, brauchen wir nicht sagen, das ist Mercedes unter dem Turbolader. Okay, reparieren die auch Turbos? Das heißt, die haben eine Werkstatt, wo die Turbos auch in Stand setzen. Ah. Und wenn das geht, werde ich euch mitnehmen und dann werden wir das machen. Das wird sehr interessant. Ich liebe das selber, weil ich will das auch mal sehen. Inspektion brauchen wir gar nicht reden. Inspektion, wo wir Getriebespülungen und so machen, alles dabei. Phoebe hat auch Einspritzdüsen. Mal gucken, vielleicht machen wir auch die Einspritzdüsen komplett neu, wenn die nicht gut sind. Es ist schon krass, was für viel, wie alles für Sachen hat, ne? Federn. Brauchen wir auch? Safe. Vorne und hinten? Vorne. Hinten haben wir ja Luftfahrwerk. Ach so, hinten haben wir Luftfahrwerk. Stimmt, ja. Die Bremsleitung werden wir uns anschauen. Elektrik werden wir uns anschauen. SRS, was soll das sein? Airbag werden wir uns anschauen. Wird auch kein Problem sein. Ich schätze mal, weil der Typ natürlich so sitzt und wir haben ja den Fahrersitz gesehen, wie der aussieht, schätze ich mal, dass irgendwie Sitzbelegungsmatte oder so kaputt ist. Ist aber auch kein Problem. Das kriegen wir schnell hin. Airbag, TÜV brauchen wir auch. TÜV. Okay. Das ist groß. Die Zeit ist wenig. Und wir haben keine Zeit. So ist es. Rallye-Taxi. Habe ich auch vergessen. Bremssattel. So, Bremssattel haben die auch. Wenn wir das hier fertig haben, haben wir ein Auto, was erstmal fahren sollte. Da will das einer genauer haben. 1000 Euro. Ich find's okay. Bei der Inspektion habe ich am meisten Angst. Einspritzdüsen müssen gut abkommen. Glühkerzen. Ich sag dir, dieser Luftfilter wird nicht gut aussehen. Dieser Kraftstofffilter wird alt sein. Also dieses Auto wurde, ich glaube, also ich will jetzt auch keinem was unterstellen, aber ich glaube, der wurde nicht so intensiv gewartet. Glaube ich auch nicht. Ja, weil ich bin ja den gefahren, erst mal Lüfter angemacht. Ey Leute, weißt du, was mir alles entgegengeflogen gekommen ist? Also Wahnsinn. Freilauf von der Lichtmaschine brauchen wir auch. Hier der Riemen, der springt bei dem hier. Ah. Also ich bin mir auch sicher, da wird einiges noch drin sein, was du nicht gesehen hast oder was noch dazukommen wird, wenn dann richtig dran gehst. AGR. Ich weiß gar nicht, wie AGR aussieht, wie Partikelfilter. Wir werden den noch auslesen. Wir wissen nicht, ob Elektrik alles gut ist. Hinten haben wir Feuchtigkeit gesehen. Du kaufst ein Taxi mit 650.000. Jetzt darfst du nicht erwarten, ey, ich mache jetzt nur die Bremsen vorne und dann habe ich TÜV. Nee. Also jetzt stell dir mal vor, du wirst für 500 Euro ein Auto finden. Das ist schwer. Natürlich werden wir jetzt ein paar Gelenke hier mehr tauschen als üblich. Der sollte ja mehr als 500.000 sein. Ja klar, die Voraussetzung erfüllen wir ja damit. Ist ja klar. Aber wir hätten auch so ein Kleinfahrzeug nehmen können. Nö, also die Sitze sind noch okay. Das Geile ist, Aidosch, falls du mitfahren möchtest, zack. Haha, bin ich so klein oder nein, was? Nein, war Spaß. Jetzt aber für Kinder, ist ja super. Ja, ja, für beide. Kinder sitzen super. So. Ja, ist schon cool. Das wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Ist extra bestimmt für Taxis, oder? Boah, ich bin mal gespannt, ob alles so reibungslos geht. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn die Bestellung da ist und direkt loslegen. Ich würde den hier nicht nehmen, der sieht auch ein bisschen komisch aus. Weißt du, was ich glaube, Aidosch? Was haben die denn hier schon gewechselt? Und der ist immer noch so fest. Und der ist vielleicht, weiß ich nicht. Ja, ja, wenn ich mir aber dir die Zähne anschaue, die sind genauso tot. Ja, würde ich auch. Oh. Das kannst du vergessen. Ja, das werden wir alles sauber machen. Guck mal, da habe ich was bestellt, Aidosch. Oh, warte, jetzt riecht es wenigstens nach Glasreiniger hier. Ja. Boah, jetzt riecht es aber echt nach Glasreiniger. So, so extrem. Oh, das ist so irgendwas.
Bräulige! Guck mal, wie er die rausgeholt hat. Ja, was soll ich machen, Eidosch? Ich komm da nicht zu nah. Aber ey, guck mal, für eine Minute jetzt. Eidosch. Eine Minute Arbeit, kriegt man das Ganze weg. Ja. Siehst du, der hätte ja auch ein bisschen mehr bekommen, wenn er das gemacht hätte hier. Ha? Das ist nur die Hälfte gemacht. Ach, guck mal, was ist das, Eidosch? Das ist auch nochmal so. Auch nochmal so zum Bestimmen. Oh! Boah, der ist ja noch krasser. Ach, du Heilige, guck mal. Ey, du atmest das gerade ein. Ich sehe ganz viele kleine Partikelchen rumfliegen. Also für den Endverbraucher ist so ein Auto definitiv nicht gut geeignet. Das, was ich aufgezählt habe, sind keine Standschäden. Das sind schon Schäden, die während der Fahrt passiert sind immer. Ich bin mal gespannt, wenn er fertig ist, wenn wir den fahren, wie er dann wird. Ja. Aber weißt du, was mich auch interessieren würde? Wenn wir Radlagerung so fertig haben, wie viel Leistung der hat? Mit 650.000 mit dem Turbo. Bevor wir den Turbo noch revidieren, können wir da ja machen. Das wird mich auch jucken. Ja. So, Leute, danke schön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ihr Kraftzuzzi. Bis dann. Haut rein. Ciao. Eidosch, wir müssen sehr viel schrauben. Oh ja, das sehe ich. Hier, das sind die üblichen Stellen bei Mercedes. Hier ist das ganze Schmutz, sammelt sich hier nass und dann fängt es hier an zu rosten. Und dahinter haben wir sofort einen Partikelfilter. Null Bremswirkung gehabt auf der rechten Seite. Ah. Genau. Okay, genau. Ja. Oh, war das an? Was ist das denn? Alles wackelt. Also das sind alles auf dem Tisch. Genau, und hier. Ja.